Das bekommst du für knapp 6 Millionen am Gardasee. Wanna see something unreal? Und dann sage ich Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen... Warte. Was ist denn mit dir los? Hast du dich mal angeguckt? Ach du meine Güte. Der Ausblick, der hat mich völlig durcheinander gebracht. Warte mal ganz kurz. So schaut's aus, oder? Besser. Ciao, sagt man in Italien am Gardasee. Komm mal rein. Also ich muss sagen, du hast natürlich eine traumhafte Galerie zum Beginn. Einen tatsächlich halbechten Olivenbaum. Gleich später dazu meine Theorie, wieso der halbecht ist. Aber was ich euch zuerst mal zeigen möchte, ist dieser stunning, atemberaubenden Ausblick auf die Bucht Sallo. Italien, Gardasee, Olivenbäume, Berge. Nee, ich wollte schon mehr sagen, aber es ist ja ein See. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Unfassbar, oder? Das holt einen einfach komplett ab, direkt, wenn du hier reingehst. Ja. So diesen Ausblick, ich glaube, mehr geht nicht. Ist zwar kein Taxi, holt einen aber komplett ab. Wir machen jetzt weiter, ne? Kleiner Spaß. So, ganz kurzer Durchlauf. Wohnbereich, verlängerte Terrasse, Essbereich, Küche. Wir starten die ganze Tour hier in der Küche. Wir haben eine Küche in brauner Optik. Akustikpaneele werdet ihr auch hier überall in den Wohnbereichen finden. Wir haben hier zu meiner Linken den Kühlschrank. Ja, here we go. Und hier zu meiner Rechten das Eisfach. Die Küchenmarke kann ich euch nicht genau sagen, aber wir haben hochwertige Einbaugeräte von Siemens. Der Backofen von Siemens, dann auch Induktionsfeld, innenliegende Dunstabzughaube von Siemens. Dann haben wir hier eine Vitrine. Und weißt du, was hier fehlt, Timo? Ist dir was aufgefallen, was hier fehlt, was eigentlich sonst in solchen Häusern da ist? Alkohol. Alkohol habe ich gesehen, aber ein Wein, ja, es fehlt ein Weinkühlschrank tatsächlich. Nicht so Alkohol. Finde ich gar nicht, irgendwo schon. Finde ich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Weil man muss ja auch nicht immer ein Besäufnis und Alkohol, und klar, es ist halt Kultur und so, aber muss ja auch nicht sein. Gerade in einem Haushalt mit Kindern gibt man denen das ja auch mit, dass man vielleicht damit erst ein bisschen später anfängt. Ne? Genau, des Weiteren. Insgesamt über 400 Quadratmeter Wohnfläche hier. Hauptteil ist natürlich hier der untere Wohnbereich. Wir haben hier den Essbereich, natürlich wie schon gesagt mit dem traumhaften Ausblick. Dann hier oben ist so eine halbe Lichtwute verbaut. Passives Licht, ich spreche immer wieder davon, ist immer unglaublich. Dann haben wir hier das Wohnzimmer, große Couch, braune Akustikpaneele, wieder in dem gleichen Stil. Auch eine ähnlich angehauchte Couch. Dann haben wir hier Fliesen. Ja? Also es ist kein Parkett, sondern es sind überall Fliesen hier auch im Haus verlegt. Oben auch, werdet ihr sehen. Dann haben wir hier so ein Special, es ist kein Kamin. Also hier kommt Dampf raus und darunter sind Lampen, die quasi den Dampf beleuchten und das halt so cool aussehen lassen. Und man kann den auch umstellen mit Farben. Bleib mal kurz drauf. Ich sag immer gelb jetzt. Ja? Ja? Also du kannst hier verschiedenste Farben machen. Finde ich ganz cool. Und dann setz dich mal einmal kurz dort in die Ecke. Denn du hast nämlich hier im Wohnzimmer doppeltes Entertainment. Du hast nämlich einmal einen Fernseher zum Fernsehen, zu meiner Linken, und kannst hier zu meiner Rechten theoretisch auch fernsehen, aber halt in die Landschaft von der Bucht Sallo. Tatsächlich, die Immobilie kostet ja 5,8 Millionen, knapp 6 Millionen Euro. Es ist die teuerste Immobilie hier in der Gegend. Nicht am Gardasee, aber hier in der Gegend ist es die teuerste Immobilie. Und es ist ja auch nicht dieses typische Rustico-Haus, was man hier in Italien baut, sondern es ist halt sehr modern. Nur halt das Dach erinnert so ein bisschen an diese typische italienische Bauweise. Vielleicht haben wir auch schon überlegt, ist es auch etwas Auflage gewesen, damit man es hier so baut. Genau. Des Weiteren gehen wir mal kurz hier vorbei am Olivenbaum. Rein in den, ja, ich habe es Lesezimmer genannt. Ja, du hast hier eine begrünte Wand, so ein bisschen Patio-Vibes, ich sag's mal wieder. Und dann hast du hier so einen Wintergarten. Hier kann man natürlich lesen, als Zigarrenlounge nutzen, wie man eigentlich möchte. Ja, aber es ist natürlich sehr offen, überall Glas, komplett umrandet. Deswegen erinnert es mich so ein bisschen an so einen Wintergarten. Soll auch, glaube ich, dafür gedacht sein. Und genau, dann kommt man hier nochmal zurück zu diesem halbechten Olivenbaum. Und ich vermute, wieso der halbecht ist, weil der Stamm ist echt, aber die Blätter nicht. Und ich glaube, dass der Eigentümer hier das aus hygienischen Gründen gemacht hat, weil die meisten Ungeziefer bei Pflanzen tingeln sich auf den Blättern und auf den Früchten. Und natürlich auch in der Baumrinde, klar, aber die ist natürlich starr. Die Baumrinde verändert sich natürlich nicht so viel, die spritzt man einmal ab und dann hat man eigentlich Ruhe damit. Aber mit den Blättern hat man, glaube ich, halt trotzdem diesen schönen Vibe. Man erkennt es nicht, wenn man wirklich nah rangeht und du hast es halt relativ clean. Genauso wie mit der begrünten Wand, die ist ja auch
Plastik. Plastik. Genau, Plastik. Ja. Gästezimmer Nummer 1, insgesamt 14 Räume. Ja, deswegen gehen wir mal hier mal ein bisschen schneller durch. Bett, Fernseher, Rough Stores zu meiner Rechten. Ja, hier hat man auch dann einen Blick in den Garten heraus. Ja, in den Garten gehen, ins Exterior gehen wir später. Wirklich Garten, boah, unglaublich gemacht. Dann hier unter der Treppe eine kleine Ankleide. Und hier zu meiner Rechten dann auch wenig Schwimmtüren wieder. Fast nur Schiebetüren hier im Haus. Vielleicht sogar nur Schiebetüren, müssen wir gleich mal drauf achten. Begehbare Dusche. Ja. Auch hier wieder überall der gleiche Bodenstein benutzt wie im Haus. Und Armaturen von der Marke Zuchetti. Hört sich italienisch an, oder? Zuchetti. Zuchetti, ja, genau. Also Toilette, BD im Gästebereich mit Ankleide im Erdgeschoss. Und genau, dann haben wir hier hinten noch so einen weiteren Bereich. Der wird aktuell als Kinderspielbereich und Hauswirtschaftsraum benutzt. Aber man kann den ja auch wieder separat abtrennen durch eine Schiebetür, die in die Wand reinfährt. Und hat dann hier so eine schlammfarbene Wandfarbe. Auch sehr angenehm, sehr natürlich, sehr warm. Und man kommt dann hier in den... Aktuell wird es als Spielezimmer benutzt. Hier ist noch eine Lampe aktuell. Wir gehen nur mal ganz kurz mal rein. Diesen Bereich hier kann man aber auch als Gästetrakt nutzen oder als Einliegerwohnung, weil er separat abschließbar ist, für eine Nanny. So. Dann kommen wir hier rum, Einbauschränke zu meiner Linken. Hier war was. Genau, mal kurz Licht an. Einbauschränke zu meiner Linken. Dann ist hier ein Hauswirtschaftsraum. Ja, kann man ganz kurz mal einen Blick reinwerfen. Da sind jetzt auch gerade unsere Sachen, unser Equipment drin. Ja. Und dann hier hinten haben wir nochmal ein Badezimmer. Für die Kinder, für den Kinderbereich oder halt auch für die Nanny. Zwei separate Waschbecken, Corian-Waschbecken, Milchglasscheibe, sodass man halt hier Privatsphäre hat und hier entspannt auf Klo gehen kann oder entspannt duschen kann. So. Dann vorbei am Olivenbaum. Exterior machen wir später. Lasst uns erstmal hochgehen in das erste Obergeschoss. Ja, also ich würde sagen, der Hauptteil geht über zwei Etagen, Erdgeschoss und hier oben. Aber wir haben noch unter dem Haus noch ein, ja, noch wie nennt man das? Das ist auch so eine Art Gästetrakt, Einliegerwohnung, ja. Oder? Würde ich auch sagen. Einmal bitte diesen Blick hier einfangen. Und deswegen würde ich fast schon sagen, über drei Etagen geht das Haus. Aber halt hauptsächlich Wohnbereich, wo man halt tagtäglich lebt, über zwei Etagen. Traumhaft, oder? Das hier ist ja das eine, hier die Galerie, ja. Hinter dir. Also diese Blickachsen. Das finde ich, ja genau, diese Blickachsen sind unfassbar. Ja, dieser Olivenbaum auch super gewählt hier im Haus. Dann hier oben das Oberlicht, sehr schön und sehr großzügig ausgewählt. Du hast hier wieder so schlammfarbene Wände, kein steriles Weiß. Es ist warm, es ist einfach traumhaft. Muss ich sagen. Also ich kam hier an und ich habe auch gesagt, ey, wirklich nimm mein Geld. Ich finde es so schön hier. Also es ist einfach, wir waren auch gestern hier in der Stadt in Salò, sind da rumgelaufen, so eine kleine italienische Stadt hier am Gardasee. Ja, du kriegst hier, es ist einfach, ich kann es gar nicht beschreiben in Worte. So friedlich einfach, so ja. Ruhig so. Und es ist halt auch nicht so, dass in den Lokalen irgendwie Musik gespielt wird, was ja oft üblich ist. Mhm. Hier ist es halt einfach, hier genießt jeder seine Zeit. So. Ist einfach nett. Ja. Einfach nett. Und auch hier auch wieder gut geplant, ja. Die auf Blick auf die Bergkette. Meerblick ist ja immer das eine oder Seeblick, aber auch Bergketten sehen so nice aus, gerade nachts, wenn die Häuser dort dann leuchten. Ah ja, ich liebe es, ich liebe es. Gut, gehen wir in die Suite Patronale, sagt man auf Italienisch. Ankleide, wir können ja mal kurz reingucken, wie die Aufteilung hier drin ist. Aktuell ist das Haus aber noch bewohnt. Deswegen, warte mal hier, ach so, ja. Aktuell ist das Haus noch bewohnt, ja. Deswegen gibt es hier halt, wie gesagt, auch noch natürlich Sachen von den Eigentümern. Dann kommen wir hier in die Suite Patronale, haben hier den senkbaren TV, das Bett. Und jetzt stell mal auf Vortembo. Bitte, stell mal, du wachst jeden Morgen hier auf mit diesem Ausblick. Also klar, wir sind jetzt schon ein, zwei Mal auf den Ausblick eingegangen, aber das ist doch einfach eine Idylle für sich. Wenn du deine Ruhe haben möchtest vom Ausblick, gehst halt ins Badezimmer. In das Bagno Patronale, auch Korean Waschtisch. Goldene Armaturen, zwei separate Waschbecken, Spiegel, genau, Dusche in der gleichen Optik. Und dann kommen wir hier raus auf die Terrasse für die Eltern, ja, oder die Master-Terrasse. Hier mit Schlauch, Beet- und Buschlandschaft. Und dann kann man hier von hier auch nochmal schön, natürlich schön rausgucken. Plus, du hast natürlich hier auch diese lange Sichtachse, dass halt die anderen Zimmer, von den anderen Zimmern kommst du dann auch auf die Terrasse. Also müsst ihr euch mal vorstellen, Freunde. Ich meine, du hast hier deine Suite oder dein Schlafzimmer und du platzierst hier nochmal, natürlich hier sichtgeschützt zu dem Weg, aber hier fahren nicht viele hoch, du platzierst hier nochmal ein, zwei Tische und chillst dann hier Abend und weiß nicht, trinkst dir noch ein Vino oder whatever. Ja? Oder halt, ja genau, also die Balkons wurden relativ leer gehalten, muss man sagen, auch unten. Ja gut, man muss sagen, die ziehen ja auch aus, also ich kann sein, dass hier vorher auf einmal stand, das hat man nicht vergessen.
Ja, guck mal, der Raum zum Beispiel ist ja auch leer. Hier ist nochmal ein weiteres Zimmer. Kann man auch getrennt schlafen als Elternteil mit einer Ankleide. Hier sind ja auch noch ein paar Sachen drin. Guck mal, die Koffer sind schon fast gepackt hier. Ja, siehst du? Schon halb gepackt. Genau. No. Wie gesagt, 14 Zimmer insgesamt. Dann sind wir zurück jetzt hier in der Galerie. Wir gehen mal ganz kurz hier durch die anderen beiden Zimmer noch durch. Wir haben hier dann den Kinderbereich. Das Kind hat natürlich standesgemäß auch eine eigene Ankleide. Und guck mal, ich habe noch keine Schwungtür gesehen. Ich glaube nur unten die Eingangstür bisher. Sonst waren nur solche Türen, die in die Wand reingehen. Das ist wirklich, das ist super. Dann haben wir hier noch den Kinderbereich. Ja, auch von hier aus Zugang auf den Balkon. Da gehen wir jetzt mal ein bisschen schneller durch, damit wir halt die tollen Bilder euch nur zeigen. Und natürlich nur die Highlights. Und dann hat das Kind auch nochmal sein eigenes Badezimmer. Ja, auch wieder ähnlich gestaltet. Eigene Dusche, so wie es sich gehört. Aber keine Badewanne fällt mir gerade auf, ne? Aber nirgends, ne? Nee, keine Badewanne. Nee. Ja, wie gesagt, also wir waren gestern in einem anderen Haus, da gab es eher Badewanne statt Duschen. Ja, war auch ein bisschen älter und wurde auch ein bisschen älter im Stil gebaut, aber ich glaube halt, dass das halt eher dahin geht, dass halt in moderneren Häusern eher Dusche statt Baden ist. Und finde ich auch gut. Also ich finde Baden, wie gesagt, ist zum Entspannen. Duschen ist halt einfach, man braucht halt eine Dusche. Büro oder wurde halt aktuell als Büro genutzt. Hier saß der Chef, der Mafiosi. Nein, Spaß. Ich habe eine Doku geguckt letztens über die 'Ndrangheta. Die ist aber eher so in Süditalien, in Neapel vertreten. Ist richtig interessant, wie die auch entstanden ist und so. Und die wird halt von vielen Leuten als böse angesehen, aber von vielen einfach auch als positiv, weil die halt so gewisse Landregionen schützt, die nicht so einfach zu verteidigen sind. Also ist wirklich wie ein Schwert, ein zweischneidiges Schwert. Gibt's hier nicht auch vor allen Dingen auch Kartelle, die, also ich glaube, davon gibt es auch drei Stücke in Italien, drei große. Du hast die 'Ndrangheta, oder du hast, ja, ein anderes hast du noch, 'Ndrangheta, aber die sind alle eher im Süden. Ja. Hier am Gardasee ist sehr, also hast du halt sowas nicht. Aber wäre auch mal interessant, sowas zu zeigen, muss ich sagen, weil es gehört ja auch zum Leben dazu und zu der Welt. Frage ist, ob wir wiederkommen. Letzte Tour. Genau, das wollte ich noch mal zeigen. Du hast vom Büro halt diesen traumhaften Balkon. Ja, wenn du mal telefonieren musst oder so, kannst du hier rauftreten. Überall Glasgeländer, auch natürlich super praktisch gebaut. Du hast den View, du hast den Ausblick und du hast auf jeden Fall auch den Handyempfang. Den hat man hier. Ja, das ist auch nicht mal selbstverständlich, gerade wenn du so oben auf dem Berg bist. Du lebst hier halt in dominanter Lage. Du blickst halt runter auf die Platz Salò Stadt. Jetzt würde ich sagen, müssen wir uns ein bisschen sputen, weil es gibt noch so viele geile Sachen zu sehen. Ja? Deswegen würde ich sagen, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Ich würde sagen, erstmal raus, oder? Terrasse. Genau, auf die Terrasse. Ja. Stimmt, es gibt auch eine große Badewanne, nämlich im Pool. Es gibt einen Pool. Ein Überlaufpool. Ja, vorbei wieder im Wohnzimmer, raus auf die Terrasse. Die ist überdacht. Außerdem, überall im ganzen Haus, auch jetzt hier sticht es mir gerade ins Auge, wie auch auf der Terrasse, sind diese Boxen verbaut. Und ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennt, weil es recht hell ist. Und diese LED-Stripes. Ja, also Ambiente-Lichter überall, auch im gesamten Exterior verteilt. Dann hast du hier eine richtig gemütliche Sitzecke, überdacht. Und hier zu meiner Rechten ist dann dieser traumhafte Überlaufpool. Ich gehe hier nach definitiv im Pool, sag ich, wie es ist. Weil es sind wieder 30 Grad hier, aber trotzdem angenehm. Es weht so ein leichter Wind und ja, ist einfach schön. Du hast über 200 verschiedene Pflanzenarten hier im Exterior. Jeder Rasen, jeder Grashalm wurde hier extra angelegt mit automatischer Bewässerung und automatischer Moskitobespritzung, ja, dass du damit auch keine Probleme hast. Und auch sowas hier, guckt euch mal wieder den Baum an. Ja, das ist ja ein Olivenbaum, der hier wie so ein Bonsai geschnitten worden ist. Guck mal, wie geil auch das Haus von dieser Seite aussieht. Pool, dann halt diese offene Fassade und darüber die Terrasse von der Master Suite. Sieht richtig geil aus, oder? Vom Design her. Finde ich auch. Wollen wir ganz kurz unten den Gästebereich zeigen? Und wollen wir skippen? Ja, eigentlich kann man ja auch skippen, Freunde, wenn ich ehrlich, weil... Oh komm, wir gehen mal kurz runter. Wir zeigen das mal ganz kurz, weil wir gehen da wirklich ganz schnell durch jetzt. Komm mal, Tim, wir machen mal einen Schnelldurchlauf hier. Ich jogge sogar an. Ja, hier rein, Haustechnik, ja, muss ja auch sein. Und dann kommst du hier rein in so einen Gästetrakt. Zimmer Nummer 1 mit Kicker und Badezimmer. Ja, auch voll ausgestattet und du hast noch ein zweites Zimmer und ich glaube, hier ist natürlich auch ein perfekter Gästetrakt oder auch für ältere Kinder, wenn deine Kinder ein bisschen größer geworden sind, hast du hier nochmal ein zweites Zimmer, auch wieder gleiche Toilette ausgestattet, Bett, Ausgang hier aus der überdachten Terrasse und der Tischkicker nochmal von der anderen Seite. So, jetzt aber schnell, Timo. Dann müssen wir mal hier ein bisschen anlaufen, die ganze Geschichte. Jetzt gehen wir nämlich in den Outdoor-Küchenbereich. Der ist immer auf der anderen Seite, von hier aus, von dieser Treppe. Oh, guck mal, auch hier wieder, geiler Bonsai-Baum, oder?
also ist ja kein Bonsai, aber ist halt wie ein Bonsai geschnitten. Von der Treppe kommt man in seine Olivenplantage. Insgesamt hast du knapp 4000 Quadratmeter Gesamtgrundstück. Von oben sieht es auch richtig cool aus, weil du halt dieses rote Dach hast und dann diese Grünflächen hier überall. Ist noch eine Frage? Ja. Wer verkauft den Traum denn eigentlich? Das ist eine sehr gute Frage. Wollen wir mal kurz mal hier stehen mit dem tollen Ausblick hier. An der Stelle erstmal vielen Dank an Christian. Wir sind ja mittlerweile per Du. Christian Weißensteiner von Poll Immobilien Gardasee für das Ermöglichen dieser traumhaften Tour in dieser wunderschönen Villa. Die Herrschaften verkaufen auch tatsächlich diese Villa. Und wenn ihr Interesse habt, findet ihr alle Informationen in der Beschreibung. Oder wenn ihr generell Interesse habt, hier eine Villa am Gardasee zu kaufen oder ein Objekt, dann sind die richtigen Ansprechpartner. So, dann hast du hier nochmal Terrassenspace. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt hatte vorhin. Ich wollte es auf jeden Fall erwähnen. Die Villa ist videoüberwacht. Fast überall sind hier Kameras, sogar innen drin. Und dann ist hier die versprochene Outdoor-Küche. Induktionsfeld, sogar Steckdose, kannst du Handy aufladen. Da ist hier einfach ein Eisfach. Also die ist wirklich voll ausgestattet. Ja, ein Stauraum. Dann hier den patronale Grill. Ja, das haben wir hier. Und auch ein bisschen Stauraum und auch ein Waschbecken. Also kannst du hier voll entspannt kochen und kommst dann mit dem gekochten Essen. Das ist eine Pergola. Pergola ist ein Gewächshaus, oder nicht ein Gewächshaus, ist eine Pergola ist ein, ja, ein Gehäuse, was halt vier Säulen eigentlich hat. Das gibt es schon seit hunderten Jahren, was so bewachsen ist. Diese bewachsene Säulen mit Pflanzen sind eigentlich drumherum. Und das ist halt eine moderne Interpretation von einer Pergola mit hydraulischen Lamellen. Also jetzt aktuell sind die zu, aber die kann man auch je nach Winkel so einstellen, wie man halt den Lichteinfall haben möchte. Du kannst Halbschatten machen, Vollschatten, wie du möchtest. Ja, und ich mache, du grillst hier mit der Familie, bringst dann das Essen hier rüber und sitzt dann hier an deiner Tafel und hast dabei den Ausblick, ja, Unreal trifft, glaube ich, am besten. So, des Weiteren haben wir hier einen Gorilla. Wie gesagt, dominante Haltung für eine dominante Hanglage, weil, wie gesagt, das Haus ist fast, ja, ist fast ganz oben hier auf dem Berg. Dann noch einmal ganz kurz zur Beschreibung, damit ihr wisst, wo wir sind. Hier zu meiner Linken die Pergola und dann hier oben ist der Blick aus der Galerie raus und daneben ist dann das Büro und hier ist die Terrasse vom Büro, wo du rauslaufen kannst. Da oben kommt man rein. Auch sehr schön angelegtes Exterior hier im Eingangsbereich. Schöne Einfahrt. Aber ich mag die Kieselsteine irgendwie, weil oftmals sind die so hart, man kann nicht drauf laufen. Hier kannst du sogar barfuß drauf laufen und die springen auch nicht so hin und her, die sind relativ fest, aber es ist trotzdem lockerer Sand. Ja? Weil man hier so ein Netz eingelegt hat, sind die relativ stabil drin. Also hier wurde sehr viel Wert auch nochmal auf das Exterior gelegt. Vier schließbare Garage mit Platz für vier Autos. Und dann hat man hier hinten noch so einen Saunaraum. Ein Saunahaus. Beziehungsweise Raum. Der ist tatsächlich auch klimatisiert. Wir haben hier nämlich eine Klimaanlage. Und hier zu meiner Linken ist dann, kann man auch so sich eine Fitness-Area reinmachen und dann hier in die Sauna gehen. Ich bin vorhin schon einmal kurz reingegangen in die Sauna und die ist so gut klimatisiert, es ist einfach hier in der Sauna richtig schön kühl, weil hier die Kälte nicht reinkommt. Ja? Und dann saunierst du hier, dreh ich mal rum, mit diesem Ausblick. Und das ist auch so natürlich die Idee des Ganzen. Du baust natürlich so ein Haus, weil du brauchst natürlich ein USP, ein Unique Selling Point. Und hier ist ganz klar der Unique Selling Point natürlich das Kinderzimmer. Nein, Spaß. Natürlich der Ausblick. Ja, darüber lässt sich natürlich schwer diskutieren. Wir wollten noch zu den Obstbäumen gehen, richtig? Zu dem Obstbaum ist, glaube ich, nur einer. Nee, da gibt es mehrere. Ja. Weil wir haben hier auf jeden Fall schon nochmal einen Limettenbaum. Und? Es ging ja nur um den einen. Ach so, okay. Nils. Mit dem anderen wusste ich es ja. Dann sind wir heute mal, legen wir heute mal jedes Wort auf die Goldwaage. So. Können wir gleich nochmal unter vier Augen klären, wenn die Kamera aus ist. Und dann haben wir hier den mal. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber die gibt es auch so einen kleinen, kannst du bei Ikea kaufen. Ja. So. Das sind so kleine Mini-Orangen. Ja. Okay, meine Damen und Herren. Wie gesagt, auf die Olivenbaumplantage gehen wir jetzt nicht runter. Das haben wir euch in den Shots eingeblendet. Ich würde sagen, wir beenden mit diesem Ausblick mal diese Tour, würde ich sagen, oder? Ich sage vielen Dank erstmal fürs Einschalten, fürs generelle Gucken. Es hat mir wieder unfassbar Spaß gemacht, euch dieses Haus hier zu präsentieren. Ich hoffe, dir auch, Timo. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch gerne bei dem Christian Weißensteiner von Poll Immobilien Gardasee. Alle weiteren Informationen findet ihr unten in der Beschreibung. Und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es mal wieder heißt
Do you want to see something unreal?